Hallo erstmal und herzlich willkommen, Freunde des Wassers. Heute steht auf meiner Liste Ships at Sea. Ich hoffe, ihr habt alle eure Badehosen eingepackt, denn es wird feuchtfröhlich. Das Game ist ein Schiffssimulator, wo ihr als Captain eines Schiffes die täglichen Aufgaben eines Seemannes in den nordischen Gewässern übernehmen müsst. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Das Game ist am 23. Mai 2024 auf Steam erschienen, wird entwickelt von Miss Games und soll eine immersive Erkundungs- und Schiffssimulation sein. Ja, und das gucken wir uns mal an. Ich bin mal gespannt, wo uns das hier hinführen wird. Karriere. Wir starten eine neue Karriere. Also WSAD ist bewegen, Shift halten ist rennen. Ja, Maus umherschauen. Gibt es auch eine Third Person? Ah ja, gibt es auch mit V. Und dann müssen wir erstmal zum Office. Oben rechts sehen wir unser Geld und unseren Kalender. Tab ist der Spieler. Hier ist unsere Ship License Authority. Also unser Bootsführerschein auf Deutsch gesagt. Wir haben einen unbenutzten Skill. Missionen haben wir noch keinen. Skill Tree. Inventar können wir noch nicht benutzen. Eco Driving. Ingenieur eventuell. Fishing. Irgendwas. Ah, okay. So wie es aussieht, müssen wir erstmal das alles freischalten während des Spiels. Na gut. Also, wir sollen erstmal Medizin liefern. Gibt 20.000 und 200 XP, 250 XP. So, nach Lyngar. Karte. Wo ist Lyngar? Lyngar heißt das. Das ist hier unten. Wir sind hier. Das ist aber eine ordentliche Strecke. Und sollen erstmal hier, können natürlich auch so den Karton tragen. Oh ja, hübsch, ne? Also Wasser sieht gut aus. Die Sonne auch, geht auf. Das ist erstmal unser Ruderboot. Heißt erstmal rudern. Also angedockte, nein, wir müssen ja umdrehen. Wir müssen ja weg vom Dock. Aber Hauptsache eine Lampe hinten dran. So, und dann können wir rudern. Mit V können wir rein. Ja, sehen wir. Sehr schön. Und Shift. Ah ja, da geht es dann schon ein bisschen schneller mit Shift gedrückt halten. Oha, oha. Nicht, dass wir irgendwo gegenknallen. Und nachher das Paket verlieren. Oh, das ist gar nicht so einfach. Also es ist wirklich sehr realistisch. Die Wellen werfen das Boot auch zurück. Ne? Das ist, man merkt das richtig. Und mit dem Lenken ist das auch so eine Sache. Grafisch muss man sagen, sieht das schon richtig gut aus. Ah, okay, das ist gar nicht so weit. Sah auf der Karte weiter aus. Oh, Shift-Taste drücken. Ich glaube, ohne Shift-Taste hier mit dem Ruderboot. Wir müssen gucken, dass wir schnellstmöglich an ein anderes Schiff kommen. Oh, das ist ein Rennboot, ne? Kommt man Muckis. Mal rein, damit man mal sieht, wie es in der First Person aussieht. Ja, das ist natürlich schon krass. Wasser sieht sehr realistisch aus. Ach, man kann sich komplett einmal rundherum drehen. Naja, gut, okay. Ne? Okay, ich bin jetzt in einem Fischhabitat angekommen.
Was mich wundert, ist, dass der Pappkarton noch nicht nass ist. Uiuiui, okay, hier werde ich mal so in die Außenansicht gehen. Das ist dann halt besser. So, mal ein bisschen rantreiben lassen. Okay, wir sind angedockt. Paket haben wir und sollen das hier ablegen. Seht ihr? Und damit haben wir unseren ersten Auftrag erfüllt. 20.000 Kronen. So, sollen wir jetzt das ganze Ding wieder zurückrudern oder was? Ah ne, wir können teleportieren. Sehr schön. Na, perfekt. Dann können wir ja aussteigen aus dem Boot. Wir haben 30.000 jetzt. Und sollen jetzt zum Office. Was sollen wir dann als nächstes machen? Ah, wir sollen einen Schiffsmarker reparieren. Mal ernsthaft, aber... Das sollen wir jetzt mit einem Power Drill sowas hier einmal kaufen. Und einmal sollen wir Fuse kaufen. Was ist denn Fuse? Hier ein Kabel, ne? Oder ist das eine Sicherung? Das ist eine Sicherung, ne? So, also sollen wir jetzt zum Seemarker dahin fahren. Ach du meine Güte. Das ist aber wieder ein Stück, ne? Wie sieht es denn eigentlich aus? Können wir denn eigentlich schon ein Schiff kaufen? Oder müssen wir das Ganze hier nochmal rudern? Das ist übrigens unsere Schiffswerft. Da können wir unser Boot anpassen, reparieren, upgraden oder neue Boote kaufen. Hier zum Beispiel können wir nehmen und dann müssen wir den irgendwo hier anmachen. Hier starten. Und dann kann man hier alles schön abspritzen. Von dem Boot. Irgendwo müssen wir den ablegen wieder. Ich muss das nur finden. Ach hier, die Halterung. Genau. So, hier können wir dann unseren Mann oder Frau nochmal neu gestalten. Hier ist unser Computer. Mal gucken. Das ist unser Boot. Was gibt es denn hier zu kaufen? For sale. Kostet nur 44.990 das nächste Boot. Und wir haben 29.000. Okay, das heißt, wir müssen nochmal rudern. Schade eigentlich. So, ich ruder da mal derweil hin und wir sehen uns dann gleich wieder. Wenn ich dann da bin. So, nun sind wir aber da. Und ich hoffe, ich habe jetzt alles mitgenommen und nichts vergessen. V drücken sollen wir. Alles klar, damit wir in die richtige Kamera kommen. Und wir sollen jetzt hier irgendetwas... Ah ja, mit E einfach dran. Dann sind wir schon an der Boje. Und sollen jetzt hier die Schrauben lösen. Dafür brauchen wir ja den Drill, ne? Akkuschrauber aktivieren. Im Inventar einfach Use drücken. Ah ja, okay. Und jetzt die Schrauben lösen. Mit der E-Taste. Moment, ist die Schraube jetzt gelöst? Die ist raus. Hier auch. Off. Ja, und jetzt hier die Schalter umlegen. Erstmal da oben den Switcher, den Color-Switcher. Auf was soll man machen? Color. F1. Indikator. Blinken. Blink ab. Oh, weia. Ich möchte hier keinen Schlag kriegen. Alles ausschalten. Okay, einer bleibt hier. Der
Der lässt sich nicht switchen. Okay. Es leuchtet grün. Und wieder alles zumachen. Ja, auch erledigt. Perfekt. Und wieder teleportieren. Und sollen jetzt eigentlich zum Office wieder. Ein neuer Job wartet auf uns. Nee, wir sollen irgendwie einen Jigger kaufen. Was ist denn ein Jigger? Achso, das ist so eine Art Leine. Für 149. Können wir eigentlich, ne? Und wir sollen den Jigger-Skill aktivieren und das Skill-Tree. Okay, das muss ja Phishing sein, ne? Ja, genau. Und damit können wir ja jetzt fischen gehen. Aber rein theoretisch, weiß gar nicht, ob wir schon ein Boot kaufen können. 49.000 haben wir ja. Mal gucken. Boote. Ja, können wir kaufen. Kaufen wir doch ein Boot hier. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein schnelleres Boot. Wir müssen also nicht mehr rudern. Was haben wir denn noch? 4.500. Können wir da irgendwas noch upgraden? Propeller? Ja, hier, ne? Nehmen wir mal den noch mit. Und installieren den mal. Dann haben wir gleich so ein bisschen geupgradet. Ah, da steht dann unser Fischerboot. Und wir sollen zum Fischhabitat fahren. Hübsches Boot. Hat einer ein Tuch liegen lassen? So. Einmal rein in die gute Stube. Tür zu. Okay. So, und jetzt abdocken. Starten. Hier ist ein Horn. Ah, das ist gut. Also, mal los, ne? Oh, dann wäre das Schiff beinahe abgesoffen. Au, das schwankt aber hier. Nix für schwache Mägen. Wir fahren jetzt 8,7 Knoten. Das ist schon mal ein bisschen schneller. Wie sieht es denn eigentlich von außen aus? Ja. Aber man merkt, ne? Das Wasser, das schaukelt ganz schön schon. Also das ist schon mal deutlich schneller. Aber ich denke mal auch, wenn wir gegen die Strömung fahren, dass es dann halt ein bisschen schwieriger ist. So, beim Fischhabitat sollen wir ja dann anhalten. Ne? Was sagt die Karte? Ah, da sieht man halt, was für Fische. Ist wahrscheinlich auch noch wichtig. Also es fährt sich in der First-Person-View deutlich angenehmer. Ich verstehe nur nicht jetzt hier die Bauart des Schiffes, weil wenn man hier an dem Ruder steht, dann hat man hier vorne diese Strebe des Schiffes, wo man ja gar nichts sieht. Okay, wir sind da. Wir halten mal an. So, wir sollen 3 Fische fangen mit der E-Taste. Dazu sollen wir wahrscheinlich unseren Jigger nehmen. Ah ja, so, und nun? Linke Maustaste ist halten, Q ist beenden. Leine werfen? Na, das war mal jetzt nix, ne? Da fliegt das ganze Ding hin und her. Moment mal.
Was ist denn hier los? Ah, muss man aufpassen, ne? Was habe ich jetzt gefangen? Ah ne, Moment, jetzt ist irgendwas grün. Ne, Moment mal, jetzt ist der Haken, den habe ich jetzt in der Hand und das Ding liegt im Wasser. Okay. Ich glaube, das müssen wir gleich nochmal machen. Also, wir sollen den Jigger, haben wir equipped, ins Wasser gucken und ja, wir sollen das Ding loslassen. Die Leine, ne? Und die Leine platzieren. So, das haben wir. Ah ja, und wir sollen... Moment mal, da flog der Angelhaken wieder. Ah ja, okay, das ist jetzt immer grün drücken. Klick Mausbutton, wenn der Circle ist grün. So, habe ich. Ah ja, habe ich jetzt was gefangen? Oh, das ist... Okay, da ist irgendwas dran, ne? Nur nicht überspannen den Boom. Oh. Ah. Gar nicht so einfach, hier den Fisch zu fangen. Boah, das ist gar nicht so einfach. Ja, was habe ich denn da bitte dran? Sag mal, ist das ein Wal? Gucken. Oh, das ist wieder rot. Ah ja, da ist der Fisch, man sieht ihn schon. Gleich habe ich ihn. Ja, zum Schluss ist richtig schwierig. Oh, das ist aber ein großer. Kann man den hin und her schmeißen, den Fisch? Ah ja, kann man kann man auch hin und her schmeißen. So, hol ihn rein. Das ist aber ein Riesenteil. So, komm, rein damit. Kriege ich den reingeschmissen? Wann weiß ich denn, dass er jetzt fertig ist? So. Ah, jetzt dachte ich gerade eben, dass ich ihn... Okay, jetzt habe ich einen gefangen. Alles klar. So funktioniert das also. Ein Fisch haben wir jetzt. Das ist aber... Das ist aber Schwerstarbeit, ne? So, ich werde dann mal jetzt noch die restlichen zwei Fische fangen und dann sehen wir uns gleich wieder im Hafen. Da gibt es ja bestimmt noch mehr zu sehen. Bis gleich. So, ich bin zurück am Land und jetzt werden wir mit unserem neu aufgewerteten Schiff ein wenig durch die Gegend tuckern und dabei noch ein paar Sachen hier erledigen. Wir werden mal jetzt
ein bisschen Müll aus dem Meer fischen, gibt dafür auch Geld. Wir sollen jetzt quasi 8-mal Müllsäcke wegräumen, das machen wir natürlich. Habt ihr aber jetzt auch schon ein bisschen anderweitig Geld verdient und das Boot aufgerüstet. Wir sollten jetzt ein bisschen schneller sein. Ihr seht, ich habe da auch ein neues Lenkrad. Ist ein bisschen neblig heute hier, ne? Boah, es geht gleich richtig ab, das. Wo sollen wir eigentlich hin? Da müssen wir Müll einsammeln. Das ist ja ganz schön weit weg, aber wir sind auch schnell unterwegs, ne? Wir fahren jetzt einfach mal mit satten 13 Knoten. Also die Aufwertung des Schiffes halt eben hat sich gelohnt. Ja, jetzt müssen wir natürlich an die Stelle fahren. Wir fahren mal hier durch den Hauptkanal. Oh, ist aber auch heute wieder ein richtiger Seegang, ne? Sieht nach Sturm aus. Das Navi geht auch wieder nicht. Geht das Horn? Mal gucken. Ah, geht. Oh, da ist eine Sandbank. Gar nicht gut. Denn unser Schiff kann ja auch kaputt gehen. Oh, irgendwo soll der Müll jetzt hier rumliegen. Fühlt sich an wie so ein Rennboot jetzt hier. So, wo sehen wir denn da? Ja, da liegt schon was. Auf der linken Seite habe ich was gesehen. Da liegt Müll. Ich weiß nicht, wer den Müll hier ins Wasser wirft. Da, hui. Da liegt auch noch Müll. Boah, das ist gar nicht so einfach, da ranzukommen an den Müll. Weil der Müll treibt ja weg. Seht ihr ja? Okay, versuchen wir es mal hier so. Okay, also aufwerten ist nicht immer eine gute Idee. Weil dadurch, dass man so schnell jetzt fährt, man darf nicht vergessen, das Boot lenkt nicht sofort, ne? Also das hat so eine quasi so eine Verzögerung drin. Und wenn man langsamer wird, dann lenkt das Boot nicht mehr richtig. Also man muss da genau abpassen, damit man wirklich, hier sieht man das schon, es ist schwierig daran zu kommen. Okay, wir versuchen es mal hier bei dem hier. Versuchen mal direkt. Und dann ist es so, dass die, mal sehen hier, könnte reichen. Ah ne, er treibt wieder, ne? Gucken wir mal, Tür auf. So ein Greifhaken wäre gut. Kriegen wir den Müll nicht halt. Am besten, wir fahren mal in der anderen Perspektive. Vielleicht ist das besser. Ja, und das Wasser drückt natürlich das Schiff auch noch, ne? Oh, muss man schon ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen. Ah, das sieht schon gut aus. Ah, es reicht noch nicht. Okay, wir müssen noch mal ein Stück zurücksetzen. Also das mit dem Lenken ist
echt, echt gewöhnungsbedürftig. Geh mal runter. Na, mal gucken, ob's reicht. Nee, reicht wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Also das Boot hat irgendwie so einen leichten Linksdrall. Ah, jetzt könnte es klappen. Na bitte, komm ich ran? Eben gerade? Ja, jetzt habe ich's. Hui, ui, 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 so. Oh, und es sind ja nur noch 8 Müllsäcke, also... Da ist man eine Weile beschäftigt. Ja. Ich sammle mal derweil jetzt die ganzen Müll ein hier. Und dann sehen wir uns gleich mal am Hafen. Am besten, dass ich fahre mal rückwärts. Ist, glaube ich, mal gar nicht so übel, die Idee. Es ist aber auch... Einmal ein bisschen zu viel Gas gegeben, rutscht man gleich daneben. Ah, oh, sieht ja auch gut aus hier. Nein! Es sei, weil das einen wegdrückt. Jetzt fahre ich mal ein bisschen mehr hier. Mal gucken, was passiert. Zack. Ja, irgendwie, normalerweise gibt es ja noch so einen Haken, den ich hätte kaufen müssen. Na gut, also, bis gleich. Ja, ich bin jetzt wieder zurück vom Müllsammeln und habe mich schon ein bisschen darum gekümmert, auch ein bisschen Geld ranzukriegen. Da gibt es eine ganz interessante Möglichkeit, denn... Und da... Jetzt muss ich mal selber gucken. Missionen? Nee, das war es nicht. Kann man jetzt irgendwo, ich glaube, ne, hier drunter auch nicht. Hier auch nicht. Also irgendwo kann man... Bank. Da ist es, was ich gesucht habe. Die Bank. Und bei der Bank, da kann man jetzt einen Kredit. Je nachdem, wie viel man schon erwirtschaftet hat, kriegt man auch größere Kredite. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann nehme ich doch mal einen Kredit auf. Und habe jetzt erstmal ein bisschen Cash, um das Boot weiter auszustatten. Erstmal hier nehme ich mal noch ein. Wie viel Kredite kann ich denn hier nehmen? Oh, guck mal an. Da habe ich jetzt 227.000 Kredite. Ich habe jetzt 227.000 in 3 Krediten. So rum war es. Ja, und dann gehen wir mal rein und gucken mal, was wir mit dem Boot machen können. Vielleicht können wir uns ja schon ein neues Boot leisten. Gucken wir mal nach. Hier gibt es ja noch diese diversen Boote. 349.000. Fishingboot. Ja, hier, wir könnten hier ein Fishingboot kaufen. Ist wahrscheinlich so ein Trawler oder sowas. Ja, nun weiß ich nicht, ob es besser ist. Hier steht Cargo Type XS. Hier zum Beispiel XS und S. Das heißt, hiermit kann ich bessere Cargo transportieren. Das ist mehr so ein Fischerboot, glaube ich. 950.000 für den Dr. Phil. Der ist natürlich besser. Also hier muss man schon echt in die Tasche greifen. Das sieht mir aus wie eine Fähre. Und das wäre natürlich hier der feuchte Traum aller Seemänner. Dieser Skaven, ein Serviceboot, fährt übrigens 28 Knoten. Also das Ding ist schon hammerschnell. Da kann man echt was erledigen. Aber momentan müssen wir bei unserem Boot bleiben, weil ich glaube nicht, dass das hier besser sein wird. Damit kann man halt nur jagen, also Fisch jagen. Und das hier ist fürs Jagen und man kann hier sogar noch Sachen einbauen. Ja, und dafür gehen wir mal hier auf Upgrades. Internal Fuel Tank. Schauen wir mal hier 60.000. Komm, den bauen wir ein. Mal schon 60.000 weg. Die Engine. Ja, dann nehmen wir mal die hier für 105.000.
Die gibt ordentlich Power, damit müssten wir ja noch schneller sein. Ich hoffe es. Der Propeller. Da haben wir schon den Goldfisch drin. Steering. Habe ich auch schon das Beste drin. Throttle auch. Okay. Ja, da gibt es eigentlich gar nichts mehr zum Upgraden. Was man machen könnte, wären noch Sachen hinzubauen. Hier zum Beispiel ein External Fuel Tank. Also quasi noch einen... Ja, einen Tank hinten drauf. Und was ist das hier noch? Ein Small Tank. Mal gucken. Alles klar. Also man kann nur eins einbauen. Ja, lassen wir den mal drin. Hier den... Da kann man Fisch reinpacken. Kann man Fische transportieren. Auch nicht schlecht. Was kann man denn noch machen? Man kann hier alles anmalen. Hier Roster. Rot ist auch gut. So, und da kann man dann hier auch die Schrift ändern halt. Also hier kann man einige Sachen machen. Oh, bitte. Also ich denke mal, das Boot wird jetzt nicht schneller sein. Gehen wir mal rauf hier, sondern es ist jetzt halt zu mehr zu gebrauchen, nehme ich mal an. Das ist ja mehr Aufträge, denke ich mal. Ich gehe mal raus, gucke mal. Und was gibt es hier? Baumaterial, wieder Trash, Medizin, Equipment. Ja, und dann halt natürlich Goods oder Werkzeuge liefern. Das, was wir im Grunde auch gemacht haben. Aber man muss sich wahrscheinlich dann erst noch weiter hocharbeiten oder es gibt vielleicht noch andere Ortschaften, wo man dann halt andere Aufträge kriegt. Es fängt übrigens an zu schneien, ne? So wie es aussieht. Ja, geht nämlich los. Steht bald ein Schneesturm bevor. Ja, Leute, das war es erstmal zu SAS. Ein schöner Schiffssimulator. Also man muss hier wirklich sehr viel farmen. Übrigens, hier kann man den Müll dann ablegen. Wenn man dann zurückkommt, dann hier den Müll ablegen. Und nicht, wie ich das dann vorne gemacht habe und dann habe ich ewig gewartet. Ja, gefällt mir. Ist was für die ruhigen Stunden, wenn man einfach mal so ein bisschen durch die Gegend tuckern möchte. Ach so, das wollte ich auch noch zeigen. Die Karte, die ist nämlich riesengroß. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also wie ihr seht halt, wir haben uns jetzt hier nur hier bewegt, in dieser kleinen Ecke. Wie hört man da schon fahren musste. Und das ist hier die ganze Karte. Da sieht man also, da muss man schon ein Stück fahren. Dafür braucht man dann halt eben, wie auch hier, Hochseefischen, braucht man dann ein richtiges Schiff. Also natürlich dieses Serviceboot wahrscheinlich. Um dann da hinzufahren, es dauert eine Weile halt. Ja, bin gespannt, wie das Spiel weitergehen wird. Ich mag ja solche Simulatoren. Und hoffe, dass dann auch demnächst dann mehr Content noch zu erwarten ist. Ja, in dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Gameplay angespielt oder im nächsten Livestream. Wir sehen uns. Tschüss.